Nur 10.000 weltweit verkauften Zeitmessern pro Jahr gilt Sinn heute noch als Geheimtipp. Vergleichbar mit Marken wie Breitling oder Rolex, nur eben um die Hälfte billiger, da ab Werk verkauft wird. Die Exportquote liegt bei 40%. Vor allem die Japaner sind ganz verrückt nach den neuesten Uhrenideen aus Frankfurt. Mit Silikonöl ist dieses Modell hier gefüllt. Die härtesten Bedingungen machen dem Chronographen angeblich nichts aus. Extreme Temperaturschwankungen von minus 45 bis plus 80 Grad Celsius, kein Problem. Arktis wollte Firmenchef Schmidt die Uhr taufen. Aber erst sollte sich der Zeitmesser dort auch beweisen. Nördlich von Spitzbergen, genauer gesagt am 81. Breitengrad, das Nordpolarmeer, Ziel einer Expedition, die zur Erprobung technischer Ausrüstung für Extremtauchgänge echte Kälte braucht. Mit dabei auch die Uhr. Der zweite Frankfurter auf dem Expeditionsschiff, Mario Weidner. Als Wrackforscher hat der 36-Jährige bis heute 900 Wracks bis Tiefen von 179 Metern betaucht. Minus 1,6 Grad Celsius ist das Wasser kalt, besser gesagt warm. Denn die Außentemperatur betrug bei Mario Weidners Uhrentest immerhin fast minus 30 Grad. Bei einer Tiefe von 64,5 Metern hatten Uhr und Mensch einen neuen Rekord aufgestellt. Weder Herz noch Uhrwerk haben je zuvor so weit nördlich und in solch einer Tiefe weitergeschlagen bzw. getickt. In die Arktis kommt der gemeine Uhrenkäufer allerdings selten.